Willkommen zurück zu einem neuen Part The Legend of the Breath of the Wild, die Ballade der Recken. Und leider sind wir ja in der letzten Folge hier richtig doof gestorben. Aber wir müssen den Kampf nicht nochmal machen. Was ist das denn? Den Schlüssel haben wir auch anscheinend. Was ist denn hier passiert? Okay, also ich hätte jetzt gedacht, dass wir alles nochmal machen müssen. Gut. Dann sind wir wieder hier. So, und weg hier. Uhuhu. So, was gibt's hier? Hier gibt's den ein. Oh. Okay. Nein! Und er hat mich getroffen. Dreckett. Okay. Ich hätte einmal Schild rausholen sollen. statt zu rennen. Oder einfach irgendwie Pfeile benutzen. Gut, auch für ein neues. Aber hey, wenigstens musste man den Schrein nicht nochmal von vorne machen. Das ist doch schon mal ganz positiv. Ich hätte gedacht, ich muss alles nochmal von vorne machen. Das war echt so die Sache, die ich gedacht habe. So. So. Auf ein neues. So, den haben wir. Jetzt gehen wir erstmal nach oben und gucken, wie wir das anstellen. So, der da oben. Spawnen die neu? Nee, ich hoffe nicht. So, ich will aber nicht mit Bombenpfeile das machen. Reicht Blitz? Blitz reicht, um auf jeden Fall zu dem hinzulaufen. So. Oh, oh, oh. Wobei. So. Zack. Und jetzt den letzten noch. Und dann haben wir das Ganze geklärt hier. Und geil, dass wir so... Oh, die antiken Schrauben. Weil die sollte ich vielleicht mitnehmen, ne? Ist hier drüben noch welche? Nö, hier drüben gibt es keine. Und das Coole ist, dass ich durch den Tingelanzug so richtig schön schnell rennen kann. Das ist eigentlich ganz cool. Da drüben gibt es auch keine. Zack. Haben wir das. Puh. Mensch, da geht aber schwer geatmet hier. Jetzt haben wir das auch gepackt. Jetzt fehlt nur noch der eine Schrein, den ich zufällig bei Brownie gesehen habe. Wo ich ihm Bescheid gesagt habe, dass wir streamen können. Ist ja lustig. Ja. Bla bla bla. Ja, bla bla bla. Lass mich in Ruhe, du alter Sack. So. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ob wir jetzt öfter sterben. Wir haben ja eigentlich einen relativ guten Weg gefunden, uns hier durchzukämpfen. Oder ich habe einen relativ guten Weg gefunden. Puh. So, ich habe Urlaub jetzt. Also wir haben heute Freitag, wo ich das aufnehme. Ich habe Urlaub nächste Woche. Aber ich werde wahrscheinlich genauso wenig machen können, wie als wenn ich arbeiten gehe. Das ist halt normal, wenn man Kinder hat. Verstehen manche immer nicht so. So, jetzt müssen wir noch zum letzten Ort. Der ist irgendwo da drüben. Ich mag ja die Musik. Dun, dun, dun. So. Wo genau ist er? Irgendwo oben. Oder wo genau ist er? Bin mir nicht sicher, wo genau der ist. Ob der jetzt hochklettern muss oder nicht? Was ist denn da? Ist da noch eine Kiste nochmal oder was? Oh, 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 oh. Greif mich an, nö. Okay. So, hier kann man, wenn man eine Axt hat, einen Baum fällen, um hier rüber zu kommen. So, und die doofen Viecher verfolgen mich. Oh, da leben echt noch welche. Bei die 100, okay. Oder kommen die nochmal wieder? Ne, kommen nicht immer wieder, alles klar. So, okay, los geht's.
Ich weiß gar nicht, ob ich so viele Fledermausflügel eigentlich brauche. Und hey, was ist denn da? Eine Höhle, die ich noch nicht gefunden habe. Anscheinend. Geil. So. Zu viele Fledermäuse. Das war ja jetzt ein Schrecken hier. So, Feuerpfeile nehme ich gerne mit. So, kommen wir hier ohne weiteres lang? Ich glaube nicht, ne? Gut, dann müssen wir einmal nach oben klettern. Einmal nach oben klettern. Ich finde es doof, dass man nicht sagen kann, ja, ich mag jetzt hier eine bestimmte Rüstung equippen. Das finde ich noch ein bisschen doof gemacht. Aber naja. Wer weiß, was sie sich dabei gedacht haben. So, mal sehen, ob wir hier hochkommen. Ich glaube, eigentlich wäre mal total blöd, denke ich. Ich könnte mich wahrscheinlich teleportieren. Aber ich stehe nicht so oft zu teleportieren. Ich mag diese Musik, die ist echt schön. So, aber ich würde hier nie und nimmer hochkommen, glaube ich. Normalerweise. Ich laufe auf jeden Fall, glaube ich, den perfekten Weg hier, ne? So, wenn ich hier mich ausruhen kann. Warte mal, kann er sich hier ausruhen? Kann sich natürlich hier nicht ausruhen. Ich weiß nicht, ob er das noch schafft. Das könnte ganz schön knapp werden. Und ich weiß nicht, ob ich einen Ausdauerdrank dabei habe. Drank, haha, voll der Deutsch, ey. Ein Ausdauer-Dings dabei habe. Weil ich ja öfter mal so eine hohen Sachen hochkletter. Und deswegen so viel Ausdauer habe. Aber ja, passt. Passt locker. Ich kann sogar einmal springen. So. Und jetzt geht's die nächste Klippe hoch, die ohne Probleme ist. Und wir sind dann gleich oben. Und hier ist es kalt. Ist natürlich jetzt nicht so gut. So, und es reicht, wenn wir eine Sache tragen. Aber mit nur einer Sache werden wir nicht... schneller. Langsamer, wollte ich gerade sagen. Ey. Deswegen, bei Tingle sein Ding braucht man alles komplett, sonst ist man nicht schneller. So, kommen ja auch Steine gerollt? Ne, okay. Kommen keine Steine gerollt. Puh. Und wir müssen echt hier in den Bergen kämpfen. Im Schnee. Oh weh, im Schnee. Ist mein Bogen zerbrochen? Scheiße. Habe ich so einen nochmal? Ne. Sniper-Modus. Dann gib der Puddern. Oh Gott, schieße ich hier die ganzen Blitzpfeile. Ne. Der Bogen gefällt mir nicht. Ich nehme mich über den. Das war ein bisschen schlechter. Damit kann ich leben. So, und wir springen den Berg hoch. So, und hier sollen wir irgendwo die Viecher töten. So, nix da. Nix da. Der hat gebunken und das ist mir vollkommen egal. Wir werden hier ein Blitzpfeil nach den anderen schießen. Oder mal ein Bombenpfeil. So. Dieser Eistyp ist weg, oder was? Oh, der hat sich seinen Stab gekrallt. So. Ist umgefallen. So, aber er da lebt immer noch. Kannst du mal runterfallen, bitte? So. Aber wir sollten nicht alle Bombenpfeile verbrauchen. So. Das wäre vielleicht nicht so gut. Warte mal, ich könnte auf den auch jetzt die anderen Pfeile schießen.
Aber vielleicht sollte ich einen stärkeren Bogen nehmen. Der vielleicht ein bisschen stärker ist. Zack. Gut. Oh, der wirft hier mit irgendwas hoch. Der Idiot. Boah, das war ja knapp. Oh. Boah. Irgendwas. Irgendwas, uiuiui. Der getötet. So, Kopf. So, der ist schon mal down. Jetzt wird eigentlich nur noch der Weiße da hinten, ne? Wie kriege ich denn den? Wie kriege ich denn den kaputt? Kriege ich den überhaupt kaputt? Ich weiß es nicht. Kriege ich den irgendwie leicht kaputt? Ja doch, indem ich einfach zu den hinspringe, ne? Das Ganze so mache. Und so mache. Und ihn einmal schlage. Das Ganze geklärt ist. So. So, jetzt müsste es eigentlich schon geklärt sein, oder? Oder ist hier noch einer irgendwo? Ist hier noch einer? Doch, hier war noch ein Exalfos. Ein Eisexalfos war hier noch. Wo ist denn der? Wo ist denn der Eisexalfos? So, Auge. So. Kein Eisexalfos? Wo ist denn der? Ach, da ist der. So. Na, geht doch. War doch gar nicht so schwer. Glaube ich. Ich bin jedenfalls nicht gestorben. So, jetzt kommt dieser eine Tempel, den ich bei Brownie gesehen habe. Wo ich aber nicht weiß, wie die Lösung ist. Also ich dachte sie mir, aber ich habe sie nicht gesehen. Weil ich da gerade mein Stream damals eingestellt habe. Wo ist der Tempel da hinten? Ja? Na, Lauras Stern ist doch an, Mausi. Geh bitte Lauras Stern gucken. So, jetzt gucken, gehen wir hier rein. Zack. Und somit hätten wir diese Prüfung dann, glaube ich, so schon fast bestanden. Je nachdem, wie lange wir jetzt mit dem Schrein brauchen. Aber ich denke mal, der Schrein, der wird relativ schnell gehen. Schauen wir mal. Oh, das ist dunkel. Leitendes Licht. Alles klar. Okay, nee, dann habe ich bei Brownie was anderes gesehen. Gut, gut. Okay. Was kann man hier machen? Okay. Okay. Kann erstmal einfach drunter durchlaufen. Alles klar. So, und hier können wir auch langlaufen. Und hier ist es ganz schön duster. Uiuiui. Die Fackel kann ich natürlich nicht ausrüsten. Hier sind irgendwelche spitzen Dinger. So, gibt es hier noch irgendwas oder war es das? Noch irgendwo in die Kiste oder sowas? Nee, ne? Bestimmt nicht. Oder gibt es in der Mitte was? Nö, in der Mitte ist nur eine Fackel. Alles klar. So, weiter geht's. Weiter geht's. Es ist extrem duster. Wie, was ist hier? Okay. Oh. So, hier kann man schweben.
Shit. Ach, Dreckit. Warum sind die so schnell? Warum kann ich die nicht treffen? Das war fies. Muss ich dann nochmal durch? Ach, doof, dass man jetzt hier wieder durch alles durch muss. Frag mich, was das hier am Anfang soll. Es macht irgendwie keinen Sinn. So, und los geht's. Ja, das war hier irgendwie auch richtig easy gewesen. Hab ich nicht verstanden, was hieran so schwer sein soll. So, und jetzt kam das ja eigentlich schon. Jetzt kommen nur noch diese Flammendinger, ne? Und dann... kam dieses easy. So, die machen einmal Fupp und dann kommen die. So. Geht jetzt los. Okay, so geht das. Schild. Hä? Ich hab doch das Schild oben gehabt. Willst du mich verkackeiern oder was? Was ist denn das jetzt für ein Dreckit? Nicht dein Ernst jetzt hier. Das Schild an? Ja, Schild oben und er trifft mich damit dadurch oder was? Hab ich jetzt ein anderes Schild, wenn das Schild scheiße ist. So. Ich werde das. So, und los geht's. So, beim letzten warten wir. So, und los geht's. So. So. Oh, nee, das wird nix. Erst danach. So, und jetzt sind wir schon wieder an der Stelle. Also, ist ja jetzt auch wieder Pillepalle hier, der Dungeon. Und ich kack so oft ab, ey. Ist ja nicht normal. So. Ah! Warum laufe ich denn gegen die Flamme gegen? Ach. Warum man aber auch immer wieder von vorne anfangen muss von dem Dungeon. Das ist doch doof gemacht. Das ist reine Schikane, ey. So, aber diesmal schaffen wir das. Warum einen Rutsch da durchgekommen? Wir rennen hier einfach lang. So richtig lang ist unser Entdeckungsdrang oder irgendwie sowas. Ihr wisst das schon. So. Diesmal laufen wir hier nirgendwo gegen. So, kann ich hier speichern? Geht das? Speichern abgeschlossen. Tja, aber es könnte trotzdem passieren, dass ich am Anfang starte, ne? So, okay. So, jetzt müssen wir warten, bis ich das Ganze wieder aufgeladen habe, ne? Jetzt ist schon aufgeladen. Alles klar. So, haben die anderen auch was gedroppt? Ja, okay. So, damit kann ich mir nämlich neue antike Pfeile machen. Ist doch was. So. Ach, das war's schon. Alles klar. Siehst du. Und da kacke ich ab bei so einem. Bei einem Gegner. Oder beim letzten Gegner. Und das ist dann voll billig gemacht, ey. Oh, jetzt habe ich meine Dings. Scheiße, jetzt habe ich hier extra Dings ausgereizt. Die ich mir irgendwann mal geholt habe. So, haben wir 4 Zeichen der Bewährung. Und weg hier.
hätte gern ein bisschen mehr Leben mit diesem Teil, ey. Immer gleich One-Hit zu sein, ist irgendwie voll uncool. Also finde ich jedenfalls. Ich hätte lieber, dass es nicht ganz so viel Schaden macht, aber ich dafür nicht One-Hit wäre. So. Das wäre ja schon mal ganz toll. So. Ich bin der Priester Mitsuki Yoshia. Du hast die Prüfung bisher bewundernswert gemeistert. Du bist unser Symbol der Hoffnung. Okay. Doch, noch ist die Prüfung nicht vorbei. Das Schwert wird dich leiten. Na Schwert, wo willst du hin? Oh oh. Okay. Wo geht's jetzt hin? Oh. Jetzt hat sich's aufgeteilt. Es hat sich verteilt. Es ist in vier verschiedene Himmelsrichtungen geflogen. Okay. Interessant. Oha. Tja, wäre das schon Teil des Hauptspiels gewesen? Du hast deine Stärke unter Beweis gestellt und so hat sich ein neuer Weg eröffnet. Gehe zu den vier Orten, die dir gezeigt werden und versuche dich noch zu übertreffen. Okay. Wir sollen uns versuchen zu übertreffen. Der erste ist hier gleich südlich. Okay, jetzt sind wir auf jeden Fall wieder hochgeheilt. Oh, jetzt können wir wieder die Waffen nehmen, worauf wir Lust haben. Ist da was? Fangen wir damit an. So, der erste Ort ist südlich von hier. Dann gehen wir auch zu dem. So. Und dann gehen wir einfach mal dorthin und gucken, was uns erwartet. So. Das ist die Wüste, ne? Ja, das ist die Wüste. Das ist die Wüste. Da ist Warmedor. Siehst du doch, oder? Warmedor. Ist ja nicht so. Guck mal, ist gleich sogar da drüben. Ist gar nicht mal so weit. Ist sofort da drüben. Ist ja lustig. So, und los geht's. Ey, diese Bäume habe ich noch nie gesehen. So, und wir brauchen eher. Eher Wüstenkleidung. Wüstenkleidung brauchen wir. Nee. Die muss ich mal noch verstärken hier, die Wüstenkleidung. Oh mein Gott, ich habe ein Ohrwurm von einem Kindersong. Oh wei. Da unten ist. Falsch. Oh, den habe ich nicht getroffen. So. Da war er kaputt. Und wir kriegen einen antiken Pfeil wieder. Weil wir den direkt vor die Füße geschossen haben. So, jetzt muss ich aber mal schnell den Pfeil ändern. Nicht, dass ich den aus Versehen verschieße. So. Zack. So, und deswegen immer schön alles mitnehmen. Und dann könnt ihr die Viecher da kaputt machen.
So, und wir waren gar nicht beten bei der Statue, weil wir doof sind. So. Zack. Und jetzt klettern wir hier hoch. Zack. Oh, ich sollte vielleicht jetzt nicht mehr springen. Und da spielt einer ein Lied. So. Boah, wie hoch ist denn das jetzt noch? Jetzt sind wir oben. Doch nicht. Wir müssen noch höher. So, kommen wir da hoch? Ja, doch, sollten wir schaffen. Gerade so, ey. Okay. Dein Kommen beweist deinen Mut. An den Orten, die dir gezeigt werden, findest du Prüfungen, die dich stärker machen sollen. Doch stelle dich ihnen nicht leichtfertig. Okay. Was ist denn das? Ach so, okay, und jetzt muss ich dann da hingehen, oder was? Aha, verstehe. Und dann muss ich bestimmt wieder zurück und dann gibt es hier irgendwas Special-mäßiges. Wahrscheinlich. Also denke ich mir gerade mal so. Ich weiß es nicht. Hat da gerade etwas aufgeleuchtet oder habe ich mir das nur eingebildet? Sieh an. Ich hätte nicht gedacht, so hoch oben jemanden zu treffen. Wie peinlich. Kaum bin ich allein auf Reisen, schon führe ich Selbstgespräche. Dieses Monument, ich kann meinen Augen kaum trauen. Das Monument, das im unvollendeten Lied meines Meisters erwähnt wird. Es erschien genau vor mir. Unvollendetes Lied? Nun, das Lied ist nahezu fertiggestellt, aber... Mein Meister verließ diese Welt, bevor er die grundlegende Verse des Liedes fertigstellen konnte. Ich wollte seine Arbeit weiterführen. Daher begebe ich mich an die Orte, die der bestehende Liedtext erwähnt. Wahrlich eine Freude, dieses Lied unter dem wachsamen Blick des Titanen singen zu können. Lasst mich das Lied vortragen, das mein Meister mir hinterließ. Diese Verse, ach Mann ey, so schnell kann ich nicht lesen, du Arsch. Das ist Naboris, genau. Naboris schickt Blitze im Sand, geleitet von des tapferen Rickenhand. Größere Kräfte noch zu ergründen, folge dem, was die Monumente künden. Es gilt, die grimmige Herrscherin des Sandes vom Thron zu fegen. Es gilt, sich mit treuen Reittier durch die Lichtringe zu bewegen. Es gilt, der Wüstenstadt Schatz zum großen Stund zu tragen. Prüfungen, die nur Recken wagen. Super geiles Lied. Und was meinst du? Das war der Vers über den Recken, wie er sich der Prüfung stellt. Es ist fast so, als würden die Recken durch das Lied mit mir sprechen, als wollten sie, dass ich es vervollständige. Also, ist es meine Pflicht, mehr über die Recken des Hyrule aus Hyrules Vergangenheit in Erfahrung zu bringen. Zu meiner Freude haben Königin Riju und ihre Leibwächterin Bila mir mit Geschichten über ihren Recken geholfen. Es ist zwar etwas aufwendig, aber Gerudo Stadt war den Besuch auf jeden Fall wert. Okay, alles klar. Dann gucken wir uns oder hauen hier eben noch Gestein ab. So, das ist das Labyrinth. Da waren wir ja zum Glück schon drin. Und dann gucken wir uns das Monument noch an. So. Du hast einmal ist hier neben dem Labyrinth was. Hä? Ist doch hier gleich, oder? Ja klar, wir stehen hier oben drauf. Und da unten ist das.
Warum mache ich das? Aber hier ist kein Punkt. Doch, da ist der Punkt. Also der Punkt ist gleich hier, ne? Gleich hier vorne. Oder? Nein, nicht ganz, ne? Oder? Sag mal. Das wird nicht blöde, Sanku. Der ist auf jeden Fall nicht weit weg von hier, wo ich bin. Oder? Hier? Nee. Oder ist er doch woanders? Ist er hier? Nee, nee, nee. Das ist eine Bergkette? Wie im V geformt. Ist hier jedenfalls nicht. Hier oder was? Nee. Nee, nee, nee. Nee, das ist definitiv nicht. Ich würde sagen, das ist genau hier unten, oder? Ja, ja, doch, das ist genau hier unten. Würde ich sagen. Genau hier. Würde ich meinen. Genau hier. Naja, gucken wir einfach mal nach. Mehr als falsch kann es ja nicht sein. Hui. Irgendwo hier. Naja, hier ist auf jeden Fall noch ein Krog, so wie das aussieht. So. So, dann gucken wir mal. Ist das hier oder ist das hier nicht? Da ist auf jeden Fall irgendwas. So. Hier ist ein Stein. Hallo Stein. Oh, ein Krog. Na gut. Oder bin ich doch falsch hier? Puh, bin ich hier falsch? Ist die große Frage. Ich soll mit irgendwas da durchfahren. Tja, ich weiß nicht, ob ich da falsch bin. Aber hin teleportieren kann ich mich nicht, ne? Was ist das da unten? Oh, ein Feind. So. Aber hier, das wäre auch das, ne? Was so wie so ein V ist. Aber es war anscheinend nicht richtig. Ich komme da nicht wieder hin, oder? Ja, ich muss da wieder hochklettern. Na toll. Da gab es einen grünen Ring und das war wie so ein V geformt. Könnte das sein? Und dann war es grün. Kann ja eigentlich nur da. Oder hier. Ist auf jeden Fall V geformt. Aber es ist. Egal. Wir gucken das nächstes Mal weiter. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann, Leute. Ciao.